Man haben wir zunächst Mikrofon, dementsprechend ist der Abend schon relativ gut gelungen. Ich freue mich ganz herzlich, Sie alle hier begrüßen zu dürfen zu der Pressekonferenz nach 16 Minuten Eishockey am Giesenberg. Heute Abend nach dem Spiel des Werner e.V. gegen die Eisbären zusammen. Ich freue mich besonders heute hier den Gästetrainer aus Hamm begrüßen zu dürfen, Daniel Donska. Herzlich willkommen und natürlich ebenso freue ich mich, dass Carsten Platz den Weg hier hochgefunden hat. Ja, Daniel, euer Matchplan war wahrscheinlich nach 2 Minuten schon so ein bisschen im Argen. Ihr wollt ein bisschen weit hinstellen. Hat nicht so ganz geklappt. Wie fällt dein Resümee des heutigen Abends aus? Guten Abend zusammen. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch für einen doch recht überzeugenden Sieg im Endeffekt. Ja, das ist natürlich direkt. Nach 2 Minuten sahen wir da ein bisschen blöd aus. Ja, aber im Endeffekt hat sich das auch schon das ganze erste Drittel dann durchgezogen. Ja, wir haben den Gegner einfach viel zu viele Freiräume gelassen. Wir standen defensiv nicht gut, hatten Probleme in der Zuordnung. Gut, und manchmal die Herren ruft es dann nicht eiskalt aus. Und dann ist nach dem ersten Drittel dann 0-4. Der Kuchen eigentlich schon fertig. Ne? Ja, wir hatten vorher schon besprochen, also das Bier habe ich auf jeden Fall schon mal hingestellt, also so weit sind wir schon mal knifft. Jetzt habt ihr einen relativ durchwachsenen Sommer, wenn man das ein bisschen verfolgt hat. Inwiefern liegt da die Messlatte, beziehungsweise wie sind eure Prognosen für diese Saison erstmal ausgestellt? Gut, Prognosen sind natürlich so ein bisschen schwer immer ausgestellt. Wir sind erstmal in erster Linie froh, dass wir überhaupt weiterspielen können. Ja, da stand ja relativ lange auf der Kippe. Dementsprechend kurz war auch unsere Vorbereitungszeit. Ich denke, wir haben eigentlich nur eine ganz brauchbare Mannschaft für die kurze Zeit aufgestellt und müssen jetzt erstmal von Spiel zu Spiel sehen. Wir haben deutlich noch ein Steigerungspotenzial. Ich schätze mal, im Dezember werden wir da wahrscheinlich ein bisschen weiter sein jetzt noch und wir müssen gucken, wo der Weg nach Dezember hinführt. Gab es schon ein kleines Gespräch mit Michael Neidekamp? Du bist jetzt euer Trainer in dieser Runde. Habt ihr noch mal kurz miteinander gesprochen? Ja, kurz in der zweiten, dritten Pause haben wir uns ein bisschen ganz kurz unterhalten und ich habe gesagt, so fast erreicht und seine Sache dann doch nicht so gut war, Kräfte lieber fürs Wochenende gegen Dresden aufsparen. Und das muss jetzt Carsten beurteilen, ob das so passt oder auch nicht. Dann hat die Sache dann morgen oder die Seite nicht ein bisschen anzumerken. Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und vor allen Dingen viel Erfolg am Sonntagsspiel in Neuwied. Das ist ja auch ein netter Gegner, das wissen wir aus der eigenen Erfahrung. Von daher wünschen wir euch da viel Erfolg und 3 Punkte und danke dafür, dass ihr da seid. Ja, Carsten, mit dem Sieg im Rücken macht es immer mehr Spaß, hier auf der Pressekonferenz zu stehen. Wie fällt heute dein Resümee nach 16 Minuten aus? Auch von mir schönen guten Abend. Ich denke, wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben die ersten 20 Minuten absolut dominiert. Ich glaube, haben wir 3 Torschüsse und da war das 4-0 auch hoch verdient. Danach fand ich, haben wir ein bisschen zu viel den Fuß vom Gas genommen, haben Unkonzentriertheiten gehabt, die Pässe kamen nicht mehr so gut, waren viele leichte Pässe meiner Meinung nach, die halt einfach nicht in Gang kamen. Und das war dann ein bisschen zäher, aber man konnte in Ansätzen auch wieder sehen, dass die Kombination da war, die Sicherheit nach dem Derby zurückgeholt, das war sehr wichtig. Und jetzt konzentrieren wir uns darauf, nach Duisburg zu fahren. Wir haben gegen Duisburg letztes Jahr immer knappe, enge Spiele gehabt und wir fahren dahin, um die Füchse zu ärgern und vielleicht einen 1 oder 2 Zähler mitnehmen zu können. Das knüpfe ich sofort mal an. Wie siehst du die Chancen, die Füchse im eigenen Fußbau zu ärgern, beziehungsweise vielleicht endlich mal diese Pechsträhne, die man letztes Jahr sich mal hart erarbeitet hat und dann trotzdem immer knapp gescheitert ist, jetzt mal zu ändern? Ich glaube, es ist relativ klar, Duisburg spielt ein sehr aggressives, schnelles Hockey. Da müssen wir hellwach sein, die Scheiben schnell rausbringen, nicht lange zögern, notfalls auch mal ein Icing machen, wenn es nicht anders geht. Aber dagegen halten, läuferisch dagegen halten, so gut es geht. Und dann wird man sehen. Wie gesagt, letztes Jahr, ich glaube, 8 Spiele hatten wir gegen die Füchse. 7 davon waren sehr, sehr eng, hart umkämpft. Und ich hoffe, das wird morgen am Sonntag genauso sein, mit einem etwas glücklicheren Ausgang. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. So, dann gehe ich mal in den offenen Teil, Dirk. Du schüttelst, Klaus, du schüttelst auch. Das heißt wieder, ich habe sehr gut vorgearbeitet. Ich freue mich, dass er weiter auch.
schmunzelt. Er freut sich auch, dass ich so gute Fragen gestellt habe. Dementsprechend danke ich Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und verweise nochmal darauf hin, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Dann auch am Freitag, da ist der neueste ADV zu Gast, also wer Freitagabend nichts vorhat, immer wieder hier hingehen. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Dankeschön.